Nemen Sie Platz. Was soll denn das? Ich glaube, Sie sind jetzt nicht in der Lage, Fragen zu stellen. Stehen Sie auf und setzen Sie sich. Da auf dem Stuhl. Na okay. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie denn hier? Also jetzt ist die Zeit, dass wir uns kennenlernen. Können Sie mir endlich sagen, warum ich verhaftet wurde? Haben Sie nur ein bisschen Geduld. Erledigen wir zuerst die Formalitäten. Wie heißen Sie mit Ihrem Vornamen? Mein Vorname ist Joran. Also Joran mit V? Ja. Joran mit V. J-O-V-A-N. Das stimmt. Wie ist Ihr Nachname? Mein Nachname ist Markov. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 28.08.1982 geboren. So, am 28.08.1982? Das stimmt. Alles klar. Woher kommen Sie? Ich komme aus Serbien. Serbien? Ja, ich komme aus Serbien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Pančevo. Pančevo? Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. P-A-N-C-E-V-O. So, P-A-N-C-E-V-O. Stimmt das? Ja, das stimmt. Alles klar. Wie alt sind Sie denn jetzt? Ich bin 34 Jahre alt. 34? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Deutschlehrer von Beruf. Deutschlehrer? Kein Drogendealer. Wie bitte? Wieso Drogendealer? Nö, nicht. Also aus diesem Grund sprechen Sie so gut Deutsch? Naja, ich begann Deutsch schon im Gymnasium zu lernen. Da habe ich Deutsch studiert und kurz danach begann ich als Deutschlehrer zu arbeiten. Sehr schön. Wie lange waren Sie denn in Deutschland? 2 Wochen. 2 Wochen? Ja, 2 Wochen. Sind Sie verheiratet? Nein, bin ich verheiratet. Ich bin ledig. Ledig? Ja, ledig. Okay, meine letzte Frage an Sie. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ich habe wirklich keine Ahnung, aber das würde ich gerne wissen. Kann ich mal meinen Anwalt anrufen? Ich hoffe, Sie haben einen guten. Sind Sie ein Drogendealer oder ein Drogensüchtiger? Drogen? Drogen? Was? Also Sie verstehen meine Frage nicht. Also ich verstehe Ihre Frage sehr gut, aber warum stellen Sie mir die Frage? Ich bin weder Drogendealer noch Drogensüchtiger. Hier geht es offensichtlich um ein Missverständnis. Warten Sie bitte kurz. Erkennen Sie die Tütchen? Nein, ich sehe sie das erste Mal. Nein? Bei Ihnen wurden 30 Gramm Kokain, 10 Gramm Marihuana,
und 5 Gramm Heroin gefunden. Was sagen Sie dazu? Das sind aber nicht von mir. Ja, die Tüten gehören nicht Ihnen. Da sagen Sie alle. Ja. Die wurden bei Ihnen in Ihrer Reisetasche gefunden. Ja, die muss bestimmt jemand in meine Tasche hineingesteckt haben, während ich auf der Toilette war oder sowas. Sie haben den falschen Mann. Also hören Sie bitte den Quatsch auf. Das werden Sie vor dem Gericht beweisen müssen. Stellen Sie sich bitte hier an die Wand an. Das kann nicht sein. Bleiben Sie kurz ruhig. Drehen Sie sich bitte jetzt nach links. Fotoapparat halten und ein Selfie machen. Das ist die versteckte Kamera. Was? Na, hau ab!